25 Jahre ist es nun her, seit in Berlin die Mauer fiel und die innerdeutschen Grenzen sich öffneten. An diese Zeit des Umbruchs erinnerten die Schüler des Wilhelmsgymnasiums mit einer Ausstellung zum Grenzfall. Unsere jungen Redakteure Fabrice, Luis, Lena und Henning haben sich die Ausstellung einmal angesehen. Hallo, wir haben heute eine Umfrage gemacht, über was haben Sie am Tag des Mauerfalls und den Tagen danach gemacht und erlebt. Ich war hier zu Hause, habe das im Fernsehen gesehen. Ich war in Marburg, ich komme aus Marburg und habe mir das am Radio angehört. Ich war beeindruckt, als ich nachts halt gehört habe, dass da sehr viele Fahrzeuge durch die nach Kassel gefahren sind, auch nach Marburg gekommen sind. Also es war bewegend. Es war irgendwie so ein Aha-Erlebnis. Ich habe mich gefreut für die Leute. Vom Fernsehen gesessen und habe wirklich jede einzelne Minute mir angeguckt. Und die Tage darauf? Die Tage darauf, ja, das hat noch eine gewisse Zeit angehalten. Also das war schon ein Erlebnis. Also ich war noch keine 30 Jahre alt und das war schon, ja, 2, 3, 4 Wochen waren bewegendes Ereignis. Also ihr habt alle noch nicht gelebt zu dem Zeitpunkt. Ich habe vom Fernseher gesessen, habe das verfolgt, konnte es nicht glauben, habe geheult wie ein Schlosshund und habe meine Frau angerufen und wir haben zusammen eine Flasche Sekt aufgemacht. Damals, vor 25 Jahren, da habe ich in Bettenhausen gearbeitet und habe die ganzen Trabis da reinkommen sehen. Und es kam für mich irgendwie ein bisschen überraschend, aber es war schon beeindruckend. Ich habe gearbeitet. Ich bin in der Gastronomie tätig und wir haben, als die ganzen Leute hier waren, haben wir von der Coca-Cola einen ganzen LKW voll Dosen gespendet bekommen. Cola, Fanta, Sprite und sowas alles, die haben wir verschenkt. Ich habe Gulaschsuppe verkauft, es war saukalt den Sonntag. Als ich an der Arbeit gegangen bin, habe ich meine Frau angerufen. Ich sage, Mädchen, wenn du heute noch mal raus willst, geh jetzt, sonst kriegst du nachher keine Luft mehr. Weil alles voll Trabis war. Ne? Und am Montag war es gleich auch noch mit den Geschäften, war alles sehr voll. Und für uns war es schön. Unsere Chefin hat im Café Kindern Eisbecher spendiert. Da waren Leute dabei, die haben geweint, weil sie sowas noch nicht gesehen hatten. Und die Freude war sehr, sehr groß überall bei jedem. Es hat mich, in Melsung bei der Edeka im Lebensmittelgroßhandel gearbeitet und wir haben mir dann gleich die HO-Läden in Thüringen übernommen. Anschließend auch Konsum und 7 Auslieferungsläger. Und ich war da gleich eingespannt und bin da fast täglich nach Thüringen rübergefahren in irgendein Lager. Sind auch mal kurz rübergefahren, aber wir konnten das halt gar nicht glauben, dass das wirklich offen ist. Sind dann schnell wieder in den Westen, weil wir Angst haben, wir wären gleich verhaftet oder die schießen oder irgendwas würde passieren. Gut, da sind wir dann da rumgefahren, haben uns überall die Stationen angeguckt, wo halt die Öffnungen, wo Öffnungen waren. Ich habe abgeschaltet, weil ich es nicht mehr hören konnte. Weil zu viel. Und zu viel ist nicht in Ordnung. Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich wohne eigentlich nicht in Deutschland. Ich wohne im Ausland, in Spanien. Und habe das natürlich auch verfolgt. Und ja, ich muss sagen, so im Alltag, im Tagtäglichen hat man nicht viel damit mitbekommen eigentlich, sondern nur über die Medien, im Fernsehen, im Radio und so weiter. Ne? Aber hier, dass sich irgendwie im Straßenbild was verändert hätte oder so, habe ich eigentlich nicht feststellen können. Nee, wir haben jetzt keine Zeit. Eine kurze Frage, worum geht's? Den habe ich ja am Fernsehen erlebt. Und war zunächst völlig ungläubig, das kann eigentlich nicht sein. Ich habe zwar die ganzen Ereignisse vorher genau verfolgt und wusste, es liegt was in der Luft. Aber dass es so schnell ging und so plötzlich, das wiederum nicht. Und dann habe ich halt am Fernsehen mit Begeisterung gesehen, was sich da in Berlin in der Nacht ereignete. Das ist 25 Jahre her, ich erinnere mich duster. Es sind ein Haufen Leute hier hingekommen, ein paar Tage später. Ich erinnere mich an so unsägliche Flugblätter von der CDU, wo damals drin stand, man würde im Durchschnitt 4.000 Mark netto verdienen, was im Schnitt vielleicht auch stimmt, wenn man halt Unternehmer mit einrechnet. Ansonsten fand ich das eine ziemliche Augenwischerei, was man den Leuten da versprochen hat. Und das hat sich in der Folge auch ein bisschen gezeigt, dass doch erstmal die blühenden Landschaften ziemlich ausgeblieben sind. Ansonsten war hier viel los in der Stadt, daran kann ich mich erinnern.
Das Projekt an sich hat natürlich eine Menge Vorlauf gehabt. Also wenn man sich hier anschaut, was hier alles so gezeigt wird, da stecken fast 2 Jahre Planung dahinter. Und warum es dazu kam, war eigentlich so ein Anlass, also ein runder Geburtstag, nämlich 25 Jahre Mauerfall. Da wird ja auch in den Medien jetzt gerade berichtet, um den 9. November herum. Und da habe ich mir gedacht, das sind solche Sachen, die man einfach auch mal nehmen kann, für den Geschichtsunterricht fruchtbar machen kann und einfach sagen, okay, wir versuchen jetzt mal, um so einen besonderen Tag, den die Menschen ja sehr bewegt hat, als sie Mauer fiel, einfach mal so aus Schülerperspektive darzustellen. Also am Anfang von diesem Halbjahr haben wir in Kleingruppen spezielle Themen bekommen von unserem Lehrer. Und mit diesen Themen haben wir uns dann auseinandergesetzt und haben in dieser Gruppe dann Plakate für diese Ausstellung hergestellt. Und in dem Rahmen haben wir dann auch alles aufgebaut, die ganzen Sachen hier, und damit waren wir auch 2 halbe Tage beschäftigt, also der komplette Kurs. Einmal haben wir die ganzen Texte, Plakate, Poster, die von den Schülern erstellt wurden. Das ist ein jahrgangsübergreifendes Projekt gewesen. Es ist eine 9. Klasse, die daran teilgenommen hat, und es ist eine Klasse 13 oder ein Jahrgang 13, der teilgenommen hat. Das wurde von den Schülern selbst hergestellt. Die ganzen anderen Ausstellungsstücke, die man hier sieht, die habe ich wirklich über diesen Zeitraum aus verschiedenen Quellen gesammelt. Das sind also keine Leihgegenstände aus irgendwelchen Museen oder so, sondern die gehören mir. Ich finde das Projekt auf jeden Fall sehr gelungen, wie man auch sieht, wenn man hier durchgeht. Es steckt sehr viel Mühe drin, sehr viel Arbeit auch und viel Recherche. Ich fand es auf jeden Fall gut, weil man hier selber mitgewirkt hat, also ein Teil des Ganzen ist und es auf jeden Fall ziemlich gelungen ist und man halt auch viel positives Feedback zurückbekommt. Ich fand es mal, es war mal eine gute Abwechslung, mal zu diesem normalen, man hat halt dieses Buch und liest dann irgendwie sich irgendwas durch, schreibt ein paar Sachen raus und schreibt dann drüber eine Klausur. So hatte man irgendwie ein bisschen die Möglichkeit, sich auch mit dem zu beschäftigen, was einen selber interessiert. Und das macht eine ganz andere persönliche Art auch kennenzulernen. Wir haben uns zum Beispiel ja auch mit Zeitzeugen beschäftigt und den Eindruck, den die Leute damals persönlich auch hatten. Und nicht nur halt dieses Bild, was nach außen immer dargestellt wurde von der DDR. Also ich fand das total cool, das mal zu machen. Das war was total anderes, als sonst normal im Unterricht einfach alles durchzusprechen. Wir kamen außerdem auch in viel Kontakt zu Zeitzeugen, da das auch in der Aufgabe drin war, dass wir mit Zeitzeugen halt reden sollten und uns von denen Informationen beschaffen sollten. Hier sollte nur bis Freitag gehen. Es sind sehr viele Menschen hier, sehr viele, die eben nicht zur Schule gehören, von außen reinkommen und sagen, wow, das ist eine tolle Ausstellung, das macht eben auch Spaß, sich das mal anzuschauen. Wir haben sie verlängert bis nächste Woche Mittwoch erstmal und ich glaube aber, dann wird sie eingestellt. Also so wie sie hier jetzt präsentiert wird, wird sie wohl nicht mehr aufgebaut in Zukunft, denn es sind die individuelle Schüler Dinge, die hier gezeigt werden. Wenn ich sowas machen würde nochmal, wären das natürlich andere Plakate und Poster auch. Aus dem Projekt haben wir mitgenommen, dass die DDR ziemlich facettenreich war, dass es viele verschiedene Organisationen gab, die allerdings alle von der DDR gegründet wurden und den Mitbürgern eher aufgezwungen wurden. Also an erster Hand total viel neues Wissen, total, was ich über dieses Thema noch gar nicht wusste. Und speziell jetzt, wo man auch viel darüber in den Nachrichten liest und sieht im Fernsehen, weiß man jetzt schon viel mehr darüber. Man hat mal so die Erfahrung gemacht, dass so nach außen auf den ersten Blick wirkte, das halt eigentlich alles, also gerade auch die Organisationen, mit denen wir uns ja beschäftigt haben, wirkten eigentlich so nach einer guten Idee irgendwie. Die sollten ja auch besonders die Verbindung zwischen Deutschland, zwischen den Deutschen und den Sowjets eigentlich stärken. Im Endeffekt war es aber eigentlich wie so eine erzwungene Freundschaft mit irgendwelchen aufgezwungenen Treffen, die Leute halt eigentlich eher milde belächelt haben und sich da eigentlich dann auch nur irgendwie von irgendwelchen oberstehenden Menschen anhören durften, wie toll ja alles ist, während sie aber eigentlich selber nie wirklich eine persönliche Beziehung aufbauen konnten, weil selbst das auch eigentlich gar nicht wirklich erwünscht war. Es war eigentlich alles immer nur mehr Schein als Sein. Also in erster Linie auf jeden Fall Wissen, viel facettenreiches Wissen, nicht nur das Wissen, das wir selbst uns erarbeitet haben durch die Plakate, sondern halt auch noch durch die Plakate der anderen oder durch die Ausstellungsstücke, die unser Lehrer noch mitgebracht hat. Und außerdem halt natürlich auch noch die Projektarbeit, wie so ein Projekt erstellt wird, was dazugehört, was wichtig ist, woran man denken muss und ja sowieso die ganze Arbeit, die dahinter steckt.
Ich bin ja Deutsch- und Geschichtslehrer und ich liebe Geschichtsunterricht und ich wollte einfach mal sowas machen. Wenn du mich jetzt fragst, so nachdem es nun hier steht, würde ich sagen, sowas, ich bin wahnsinnig. Sowas würde ich nie wieder machen. Es war ein unglaublicher Zeitaufwand und ich bin echt bedient erstmal. Also jetzt sage ich, sowas mache ich nie wieder. Wahrscheinlich werde ich sowas wieder machen in der Zukunft. Ich mag es einfach auch mal zu zeigen, dass Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, auch solche Projekte zu machen. Das hat ja schon so einen museumspädagogischen Ansatz, sowas Allumfassendes. Und meistens sieht man dann so Ausstellungen, wo dann so 5 Plakate hängen, so handbeschrieben und sagt, das sind Schülerprodukte. Ja, das sind auch Schülerprodukte, die aus dem Alltag entstehen. Man kann aber auch so ganz tolle Sachen machen. Das ist nichts, was man im Alltag in der Schule machen kann. Ja, aber auch zu zeigen, zu sowas sind Schüler auch in der Lage. Und im Namen des gesamten Kurses wollten wir uns nochmal recht herzlich bei unserem Lehrer, Herr Schäfer-Hartmann, bedanken, dass er uns das überhaupt möglich gemacht hat, hieran mitzuarbeiten. Ja, insbesondere sein Einsatz war sehr erfreulich für uns, weil wir so etwas noch nie erlebt haben und das eine tolle Erfahrung war und wir auch da deswegen gerne daran gearbeitet haben.